geht denn jetzt los? Streitet euch mal nicht. Was ist denn los? Wieso? Clementine, Unruhestifter, Außenwäldler, rebellisch, jegliche Sichtung melden. Oha! Oh. Ich habe dir schon 5-mal gesagt, Josh, dass du nicht rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Sieht so flauschig aus. Sollten wir hier wirklich das Bild rumzeigen? Oh, es geht um das Mädchen, das auf diesem Schirm gezeigt wird, richtig? Du solltest jemand anders fragen. Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Mit dem dürfen wir auch nicht reden. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Das hat ja ganz toll funktioniert. Die Neko Corporation hat dieses Bakterium entwickelt, das jetzt überall sich ausbreitet. Das diese komischen, ekligen Augen hervorgebracht hat. Diese kleinen Fakten. Friedensstifter 22 06. Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Oha. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Residenz? Hier komme ich gerade nicht. Boah, Stadtzentrum. Wir sind im Stadtzentrum. Raumschiff freigeschaltet. Ein Katzensprung. Erstmal die dunkle Gasse. Erst nur ein Hauseingang. Ist da wer? Hey, ich gehe jetzt zur Arbeit. Wir sehen uns später. Okay, Schatz, sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleine. Mir geht's gut. Was steht da? How to be Ninja. Locker Menschen sein hier. Kannst du eins zu eins mit Menschen austauschen. Das wird genau so laufen. In Anführungszeichen Friedensstiftern. Leuten, die wahllos verhaftet werden. Gary, bei der Neko Corporation arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln, ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Ihr das wirklich? Apropos unten, es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Das ist ein cooles Bild. Hey, ist das eine Adresse auf der Rückseite? Das erste Symbol ist eine Straße und dann gibt es da ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Das muss dann nur noch jemand übersetzen. Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stelle, so, als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einem Haufen Ersatzteile landen. Beruhigt. Hallo. Interessiert dich nicht, wenn ich hier reinkomme, oder? Was haben wir hier schon? Oh, es gewittert.
Und es regnet wie Sau. Hoch? Die Kopfhörer habe ich es überhaupt nicht mitbekommen. Schreib mir das mal kurz auf. Ich weiß nicht, wofür es wichtig sein könnte, aber 2, 4, 5, 8 Buchstaben. Ach, sieh an. Dafür braucht man's. 2, 4. Ist nicht richtig. Gewittert das bei euch auch so? Oh, hier regnet es auch. Passend. Klopfen? Das sieht aber gemütlich aus mit der Lichterkette da oben. Kann ich nicht. Auch nichts machen? Hallo? Albert! Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe Fifi leider nicht getroffen. Kommen wir tatsächlich in die Wohnung. Na klar. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreissägen und Hämmern. Das kenne ich. Das kenne ich nur zu gut. Mitten unter der Woche. Ja, 9:30 Uhr abends. Unser Wecker klingelt das erste Mal um 4. Und die Nachbarn meinen tatsächlich da draußen, irgendwas machen zu müssen. Meistens sind es Kreissägen oder irgendwas anderes. Zu einer Erinnerung. Dieser Ort ist schön. Was würde ich nicht dafür geben, weiche Kissen zu spüren oder einen kalten Drink genießen zu können? Diese Drohne ist zwar praktisch, aber ich vermisse es, meinen eigenen Körper zu haben. Ich vermisse Gefühle. Ich vermisse es sogar, Schmerzen zu haben und hungrig zu sein. Ich weiß nicht. Ich weiß, das ist nicht hilfreich, aber wie wäre es, wenn wir noch ein bisschen länger bleiben? Danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt soweit.
Na, was soll uns als Katze auch übrig bleiben? Aber wir können noch ein bisschen schreiben. Weiter such da nicht raus, was. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso kriege ich denn von Twitch ein? Noch live, oder? Ich bin noch live. Hä? Du bist seltsam. Ich glaube, das war es hier oben auch, oder? Ja, jetzt können wir uns in den Eimer setzen. Hui. Hallo. Sojiro? Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend. Als ich ein Schraubenzieher ins Knie bekam. Und jetzt ist sie geschlossen. Schlimm, kann man das nicht reparieren, das Knie? Lack. Auch wenn mich der Typ nervt. Er ist mein einziger Kunde. Versuch bitte, ihn nicht zu vergrauen. Nö, nö. Ich bin auch schon wieder weg. Oder kann ich über deine Ladentheke springen? Hätte ja sein können. Ich glaube, ich gehe erstmal wieder zurück. Ich möchte der Reihe nach alles erkunden. Wie komme ich denn da eigentlich? Hoch. Aber da drüben. Boah, komme ich auch nicht so richtig. Ja, vielleicht findet sich ja noch ein Weg. Hallo. Türsteher. Ist nicht sehr gesprächig. Der Club ist geschlossen. Hau ab. Ja, dann. Was sagst du dazu? Ach Herr, wer bist du? Die Polizei? Alle sind auf der Suche nach ihr. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich habe sie nicht reingelassen, wenn du das wissen willst. Laser. Ich hab zu tun. Was willst du? Hau ab. Nett. Ja! Katzen, Karton. So gehört sich das. Gibt's hier was? Das wollte ich nicht. Ich wollte da oben hoch. Aber sie will da oben.
derselbe, den ich eben getroffen habe? Raymel. Tut mir leid, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Eco Corporation Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel für dich. No. Der Zugang ist versperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Gleich. Cooles Bild. Ist das ein... Ah, okay. Straße. Stopp. Das ist ziemlich einfach zu finden. Aber ja, den haben wir eben schon getroffen. Nicht wirklich. Hier rauf. Nein, nicht runter. Hier. Da hoch. Vielleicht auch hier hoch. Aber vielleicht von hier dahin. Viel weiter geht's nicht. Darüber. Na, ach so. Ja, okay. Bringt mir aber gar nichts hier. Jedenfalls sieht es nicht so aus. Kamok, es ist der angesagteste Laden im Stadtzentrum. Der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Ja? Na, gucken wir mal. Bist du der Ladenbesitzer? Bist du eines dieser jungen, einer dieser jungen Rabauken? Ganzen Tag laute Musik hören. Fass nichts an, mach keinen Lärm und frag nicht nach einem Kredit. Ich habe vergessen, dir das Foto zu zeigen. Wer sind die denn? Ihre Klamotten sehen furchtbar aus. Schick sie zu mir, falls sie trendy aussehen wollen. Trendy. Das Wort ist ja sowas von out. Die Jacke trägt jeder, das ist langweilig. Man kann Kassetten finden. Hier bin ich jetzt. Da komme ich nicht rein. Hat die Kasse gerade Moonwalk hingelegt. Schön. Und ich habe es schon wieder geschafft. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das war nämlich doch nicht der Laden, für den ich es gehalten habe. Da hoch. Da hoch. Und hüps. Und hüps. Ja, komm. Aber von hier aus geht es nicht viel weiter. Na, vielleicht darüber. Oh, schnell rüber. Na. Ich glaube nicht, dass ich von hier aus da hochkomme, oder?